Dass die Zentralbanken im großen Stil Gold kaufen, das wisst ihr bestimmt schon als treue Zuseher meines Kanals. Aber dass jetzt eine europäische Zentralbank anfängt, im ebenso großen Stil Gold zu kaufen, das ist doch eher verwunderlich. Und da stellt man sich die Frage, wovor hat diese Zentralbank, wovor hat dieses Land möglicherweise Angst? Antworten liefere ich euch gleich, geht sofort los. Hallo liebe Herren Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video und wie ihr seht, ich bin hier in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern und nicht in Frankfurt. Ich habe mit meinem Papa einen Ausflug gemacht. Mein Bruder und ich haben ihm zu Weihnachten einen Fischereiausflug oder einen Fischerausflug auf der Donau geschenkt bei Kelheim. Also wirklich coole Sache. Und deswegen bin ich noch ein paar Tage bei meinen Eltern zu Gast und lasse mich hier im Hotel Mama versorgen. Aber natürlich mache ich gerne für euch ein Video und ich habe ein spannendes Thema für euch gefunden, denn bei meinen Streifzügen durchs Internet lief mir eine Meldung über den Weg, die ich euch jetzt mal einblende. Die Meldung stammt von Kitco.com. Wer es nicht kennt, Kitco ist eine große Nachrichtenwebseite für alle Arten von Meldungen rund um Gold, Silber, Platin, Palladium und Bergbau. Also ich glaube, ich bin Kitco-Leser, seit ich 16 oder 17 bin. Also die Seite gibt es seit gefühlt 100 Jahren, so alt wie ich mittlerweile bin. Und auf jeden Fall, die Überschrift des Artikels ist Poland boosts its gold reserves by 15 tons. Biggest increase in nearly 3 years. Um was geht es? Ganz einfach mal übersetzt, die Polen haben Gold gekauft. Und sie haben beim Goldeinkauf nicht gespart. Sie haben direkt 15 Tonnen Gold gekauft. Das sind auch einige Milliarden. Und sie haben ihre Goldbestände auf ein neues Rekordhoch gehievt. Blende ich euch noch eine Grafik ein. Stammt von Trading Economics mit Daten vom World Gold Council. Ihr kennt das World Gold Council, das ist eine Vereinigung von Analysten, die rund um Gold Informationen sammeln, ja, Daten aggregieren, könnte man heutzutage sagen, und die dann entsprechend aufbereiten und weitergeben. Und Trading Economics hat also diese Daten jetzt aufbereitet in einer Darstellung. Erstmal, bevor ich euch erkläre, was der rote Balken ist, ihr seht in Blau den Verlauf der, ja, der Goldreserven von Polen. Und ihr seht, dass dieser Bestand relativ lange, und deswegen habe ich auch extra einen, ja, langfristigen Chart für euch gewählt, bei so um die 100 Tonnen war. Und dann gab es so 2018 den ersten Sprung. Da haben die Polen also Gold gekauft über ihre Zentralbank und die Goldreserven so in den Bereich von 130 Tonnen gehievt. Und dann gab es 2019 einen weiteren Sprung und die Goldreserven sind explodiert um, es müssten so fast 100 Tonnen gewesen sein, auf fast 230 Tonnen. Also ihr seht, die Polen haben in sehr kurzer Zeit sehr viel Gold gekauft. Und die rote Linie oben drin, die ist meiner, ja, meiner künstlerischen Vorgehensweise geschuldet. Die habe ich euch mal eingezeichnet, weil der Chart oder die Darstellung nicht ganz aktuell ist. Es fehlen also die jüngsten Käufe von 15 Tonnen. Und damit ihr die mal visualisiert seht, habe ich oben also so bei um die 243 Tonnen mal eine, ja, eine Linie eingezeichnet, um euch zu zeigen, wo die aktuellen Bestände sind. Und da stellt sich natürlich jetzt die Frage, was steckt da dahinter? Bevor ich dieser Frage nachgehe, allerdings erstmal blende ich euch ein und verlinke ich euch unten drunter meinen Podcast. Ich habe in der jüngsten Ausgabe darüber gesprochen. Die Ausgabe heißt Lag ich komplett falsch? Ihr merkt schon, es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit meinen eigenen Prognosen, ob ich, und weil es so schön zum Thema passt, bei Silber falsch lag. Diejenigen, die vor, ja, was waren es, 2-3 Wochen ein Video angesehen haben von mir zu Silber, da habe ich ja über eine Rekordnachfrage gesprochen, da hat sich ja wirklich fundamental einiges zum Positiven entwickelt bei Silber. Und relativ kurz darauf ist der Silberpreis abgestürzt. Und dann kamen natürlich ein paar kritische Kommentare, auch berechtigterweise natürlich, wenn ich mich hier herstelle und, ja, ich sage es mal auf Bayerisch, das Maul aufreißt, dann muss ich natürlich auch den Gegenwind aushalten. Und das habe ich in einer Podcast-Folge mal behandelt und habe mir die Frage gestellt, ob ich bei Silber komplett falsch lag oder ob es, ja, möglicherweise andere Zeithorizonte gibt, die ich dort behandelt habe. Also hört da gerne mal rein, sind auch spannende Infos, jetzt nicht nur selbstdarstellerisch über mich vorhanden, sondern natürlich auch über den Silberpreis und die Perspektiven für die nächsten Jahre. Also unbedingt mal reinhören, wenn ihr Silberfans seid. Aber was steckt jetzt dahinter? Was steckt dahinter, dass die Polen also in einer relativ überschaubaren Zeit von 5 Jahren ihre Goldbestände über, ja, über den Faktor 2 oder sagen wir es einfach mal andersrum, ihre Goldbestände mehr als verdoppeln?
Und da muss man ein bisschen graben. Und diejenigen, die meinen Kanal schon länger kennen, die vielleicht ein Abo da haben, wenn nicht, lasst ein Abo vom Kanal, da drückt auch aufs Glöckchen. Dann werdet ihr natürlich immer informiert über so spannende Dinge, auf die ich mich jetzt beziehe. Ich hatte vor 2 Jahren das Thema Polen schon mal hier aufgebracht und hatte gesagt, dass die Polen ja seit ein paar Jahren einen neuen Zentralbankvorstand, Zentralbankgouverneur, wie man sagt, haben. Das ist Adam Glapiński. Kennt jetzt wahrscheinlich kein Schwein, außer so die Freaks, die Zentralbank-News lesen, wie ich. Ja, muss ich mich dazu outen. Und auf jeden Fall Adam Glapiński, ich übersetze euch mal frei eine Passage aus einem Interview, das er 2021 gegeben hat. Das ist auf Englisch, ich übersetze es euch mal relativ frei. Und er stellt nochmal oder er wiederholt nochmal die Frage, warum sollte oder warum hat eine Zentralbank Gold? Und seine Antwort ist, weil Gold seinen Wert immer behält, auch wenn einer, frei übersetzt von mir, den Stecker aus dem Finanzsystem zieht. Und er sagt zudem weiter, natürlich gehen wir, also die Zentralbank von Polen, nicht davon aus, dass dies passieren wird, also dass der Stecker gezogen wird. Aber, wie das alte Sprichwort sagt, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Das heißt, es wird hier also entsprechend auf Vorsicht gearbeitet und Vorbereitung. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Die Zentralbank, und damit referenziert er auf die Zentralbank von Polen, ist dazu verpflichtet, sich für die unvorhergesehensten Umstände vorzubereiten. Und im eigentlichen Sprichwort ist, oder das eigentliche, was er sagen will, ist, dass er sich auf das Schlimmste vorbereitet, aber auf das Beste hofft. Und das ist also genau der Punkt, warum die Polen Gold kaufen und warum unter Adam Glapińskis Führung die Polen weiteres Gold kaufen wollen. Er hat in einem Interview vor 2-3 Jahren auch gesagt, er will 100 Tonnen an Gold dazu kaufen. Wenn wir mal so den Anfangsbestand nehmen, als seine Ära begann, das waren 100 Tonnen, mittlerweile sind die Polen bei gut 240 Tonnen, dann hat er also sein Ziel erreicht. Es sieht aber nicht so aus, als ob er jetzt aufhören würde, sondern er wird wohl weiteres Gold dazu kaufen. Und da wird es spannend. Ich finde interessant, dass die Polen Gold kaufen. Wenn ihr euch Polen anschaut, das ist ein europäisches Land. Polen hat eine Zentralbank, die in der EU ist. Polen hat nicht den Euro, sondern eine eigene Währung. Das ist der polnische Zloty. Und Polen ist ja, wer sich mit Politik und Geopolitik auch beschäftigt, sehr USA zentriert. Also die Polen sind natürlich sehr an die oder haben sich sehr an die USA angeschmiegt, weil sie natürlich auch Angst haben vor dem, was da im Osten lauert. Und wenn es doch mal eskalieren sollte, was wir alle nicht hoffen, dann ist zwar in der Theorie die NATO verantwortlich, weil es dann einen Bündnisfall gäbe, aber sind wir doch mal ehrlich, die USA liefern die Sicherheitsarchitektur für Europa. Also wir sind nicht eher unter einem NATO-Schutzschirm, sondern eher unter einem amerikanischen Schutzschirm. Und die Amerikaner beschützen also uns und primär natürlich die Ostländer, also wie Polen, die da sehr an die USA sich angeschmiegt haben. Und da finde ich es interessant, dass trotzdem ein Land wie Polen, was eigentlich nichts groß zu befürchten hat, was in der EU eingegliedert ist, was NATO-Mitglied ist, EU-Mitglied ist, jetzt nicht im Euroraum, aber viele Mitgliedschaften hat, dass die trotzdem sich im Gegensatz zu anderen Zentralbanken, die ja außerhalb des Westens sind, dass die Polen sich trotzdem hier für einen potenziellen Ernstfall, auch wenn sie nicht darauf hoffen, vorbereiten. Das finde ich besonders spannend. Und da im Übrigen blende ich euch noch eine Grafik ein vom World Gold Council. Druckfrisch aus der neuesten Ausgabe der sogenannten Nachfragetrends, die das World Gold Council immer wieder behandelt, da seht ihr die Nachfrage auf globaler Ebene aller Zentralbanken. Und ihr seht ganz rechts in einem dunkelgrünen Ton die Nachfrage des ersten Quartals. Und diese Nachfrage war mit 228 Tonnen an Nettokäufen. Das ist also schon die Verkäufe, die Zentralbanken getätigt haben, sind da schon abgezogen. Und diese 228 Tonnen an Nettokäufen im ersten Quartal waren der größte Wert in einem ersten Quartal seit Beginn der Aufzeichnungen. Und die wurden meines Wissens beim World Gold Council schon 1960 gestartet. Das zeigt also, dass sich generell Zentralbanken immer mehr auf irgendwelche Fälle vorbereiten und Gold horten. Jetzt allerdings, das sind nicht Zentralbanken aus dem Westen, das sind Zentralbanken oder, Westen ist das falsche Wort, es sind nicht Zentralbanken aus den Industrieländern. Polen im Übrigen ist immer noch ein Schwellenland. Und das sind eher Zentralbanken aus den Schwellenländern, natürlich zu großen Teilen aus Asien heraus, da wird ganz viel Gold gekauft, aber wir sehen auch Schwellenländer, ich finde Polen ist jetzt kein Schwellenland. Also ich war in Polen vor 2 Jahren, in Krakau, in Breslau und wandern in Zakopane. Also Polen ist für mich kein Schwellenland. Wie mein Bruder so schön gesagt hat auf der Wandertour, in Polen hast du die Vorzüge eines Industrielandes zum Preis eines Schwellenlandes. Also kann man so wunderbar natürlich mal stehen lassen. Aber ihr seht schon, die Schwellenländer und
nennen wir mal Polen, als Sprungland zu einem Industrieland hin. Die bereiten sich auf etwas vor und kaufen im großen Stile Gold. Und da auch ganz besonders interessant in Asien. Ich hatte es gesagt, viele Länder kaufen dort Gold, auch in letzter Zeit. Vor allem auch Singapur hat jüngst große Goldbestände aufgeladen, hat Goldreserven um 30% erhöht. Und Singapur ist ja auch sehr an die USA angelehnt. Also ihr seht schon, wenn man es mal zusammenfasst, die Polen kaufen Gold, um sich für irgendetwas zu wappnen. Die Asiaten oder asiatische Länder kaufen Gold, generell die Schwellenländer. Und da abschließend für das Video noch eine interessante Umfrage, die mir gerade einfällt. Die hatte ich neulich im Wall Street Journal, müsste es gewesen sein, gelesen. Und ich kann euch jetzt nicht beschwören, dass die Zahlen auf einen Prozentpunkt genau stimmen. Aber interessant war, es gab eine Umfrage unter Zentralbanken und Bankern in den Industrieländern und in den Schwellenländern. Und interessanterweise in den Industrieländern war die Antwort auf die Frage, ob sich die Zentralbanker Sorgen machen, dass der Dollar an Dominanz abnehmen könnte, könnt ihr vielleicht erraten, ganz gering. Also so 20% der Befragten aus den Industrieländern haben gesagt, also wir glauben jetzt nicht daran, dass der Dollar irgendwie an Dominanz verliert oder dass er in den globalen Währungsreserven geringer werden könnte. Anders sieht es aus, wenn die Zentralbanken der Schwellenländer befragt wurden. Dort war es nämlich ganz anders. Dort haben 80% der Befragten gesagt, wir glauben daran, dass irgendwas im Gange ist, dass der Dollar seine Dominanz verliert in den nächsten 5 bis 10 Jahren und dass es hier eine Verschiebung geben wird. Und genau diese Umfrage spiegelt eigentlich das weiter, was wir gerade sehen in Polen und in anderen Ländern, dass sich Schwellenländer, Zentralbanken vorbereiten auf eine tektonische Plattenverschiebung am Devisenmarkt und dass der Dollar, ich hatte es in verschiedenen Videos ja schon behandelt, lasst da gerne ein Abo da und drückt aufs Glöckchen, dann bekommt ihr das auch immer mit, wenn ich da ein neues Video bringe, dass der Dollar eben an Dominanz, wenn auch langsam, verliert. Und das ist der Grund, warum Schwellenländer Zentralbanken massiv in Gold reingehen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich persönlich mit etwa 20% meines investierten Vermögens in physischem Gold sehr, sehr wohl fühle, weil, wie Adam Klapinski so schön gesagt hat, ich hoffe nicht, dass irgendwas passiert. Ich bin jetzt nicht in dem Lager von denjenigen, die sagen, oh, hoffentlich kommt morgen der Weltuntergang und der Goldpreis explodiert. Also das ist überhaupt nicht meine Sichtweise auf die Welt und die Märkte, aber ich habe lieber eine Absicherung in Form von Gold, als dass ich hinterher das Nachsehen habe. Deswegen kann ich auch nur jedem ans Herz legen, etwas Gold im Depot zu haben. Ob man jetzt 20% braucht wie ich, was ich eher am oberen Rand verorten würde, kann man natürlich diskutieren, aber auch 5% sind ein vernünftiger Wert. Also denkt da gerne mal drüber nach. Wenn aber Zentralbanker weltweit, gerade aus den Schwellenländern, Gold kaufen und wenn die Zentralländer, die Zentralbanker aus den Industrieländern ihr Gold nicht verkaufen, sondern behalten, dann hat das schon, sagen wir mal, die Tendenz, dass Gold nicht so schlecht sein kann, wie es teilweise medial als barbarisches Relikt schlecht geredet wird. Lasst mir da gerne mal unten einen Kommentar da, was ihr darüber denkt. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Nächste Woche bin ich wieder in Frankfurt und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne eine gute Bewertung da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin Sebastian Hell und ihr seht mich wieder im nächsten Video. Bis dann.